Und willkommen zurück zu Anno 2070. Part. Moment. 3, 4, 5. 36. Ja, 36. Solchen Gefahr eingedämmt. Hoffe ich. Zurzeit irgendwie schaue ich da gar nicht mehr so nach, welcher das gerade ist. Liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass ich nicht mehr halbe Stunde aufnehme und es dann hochlade, sondern halt immer eine Stunde und dafür in 20 Minuten Parts. Ist eben zeitlich besser. Und wir Freunde werden jetzt mal umstellen auf Nacht, wie ich ja schon gesagt habe. Und seht euch mal die Stadt an. Ist das nicht fantastisch? Jep. Es ist doch grandios. Hier die Leute am Schweißen. Hier, mal schauen. Und der Lauch ist so hell. Oder wie wäre es mit der Insel, die ja auch sehr genial aussieht, muss ich sagen, bei Nacht. So, sieht das nicht genial aus? Yep, das tut es. Oh, unsere Goldinsel, da können wir mal vorbeischauen. Wow, wie grün die Insel gerade ist in der Nacht. Heftig. Moment. Nee, wo waren die? Die war doch hier unten irgendwo. Unter Wasser ändert sich ja nichts, da ist gleich hell. Nee, wo ist denn die? Ach, hier. Ah, ich dachte mir doch, dass hier auch hell ist, wegen den Schmelzen. Also richtig dunkel ist es jetzt auch nicht. Ich glaube, das wäre dann auch zu heftig, wenn man nichts mehr sieht. Aber wir können uns mal eben unser Flugobjekt nehmen. Und können dann mal rüberschauen. Wow. Schaut euch das an. Ist das nicht toll? Sieht einfach nur Hammer aus. Wunderschön. Alles schön hell. Sehr, sehr schön. Wow. Find ich toll. Auch die Schiffe. Und wir gehen mal in die Richtung. Unsere Ölbohrinseln sind ja auch toll. Bei Nacht hatten wir es ja noch nicht gespielt. Warnung. Feuer entdeckt. Ja, super. Moment. Ich will das jetzt aber zeigen. Da hält mich jetzt gar nichts von ab. Und dann schauen wir uns mal hier noch kurz von oben um. Einfach spitze. Spitze. Ist ja immer noch die Vorzeigeinsel hier. Gut, wo brennt's jetzt? Natürlich. Ey, die Leute hier haben Probleme. Ich glaube, die mutieren allmählich. Sie wollen hier gar nicht mehr sein. Sie zünden ihre Häuser an, laufen rum wie irgendwelche Honks hier. Wunderschön zu sehen. Statt ihr Haus zu löschen. Die kaufen noch lieber ein, statt irgendwas zu machen. Ja, die rennen panisch in der Gegend rum. Ihr seid solche Bobs einfach. Naja. Ich werde jetzt erstmal unser Schiff hier aufladen. Mit ein paar Waren, die wir benötigen. 10 Tonnen ist zu wenig. So. Erstmal die Grundsachen. Stahl kann natürlich auch noch hierher. Dann fahren wir mal hier runter. Ah, ich glaube, ich brauche dann gleich noch ein Schiff. Ah, wir haben ja noch ein paar Sachen. Gut. Leider spacken die Türme noch. Kein Wunder, dass sie sonst auch so erfolgreich sind. Das Wasser nicht. Okay, ja, wir haben die Forderung erfüllt vom letzten Mal noch. Was war denn das? Genau. Viel zu viel Strom herstellen, das gefällt dir natürlich wunderbar.
So muss es nämlich sein. Oh, Schmuck ist jetzt randvoll. Seht ihr mal, was das gebracht hat. Moment, das müsste eigentlich reichen, was wir dort haben. Habe ich hier eigentlich irgendwie Munition? Nee. Nee, habe ich nicht. Okay. Entwarnung. Nee, es ist... Feuer eingedämmt. Ich muss doch... Ah, vielleicht hier oben. Genau, bei denen habe ich doch Munition, damit ich... Ja, genau, hier haben wir voll 255 Tonnen, damit wir Sachen herstellen können. Machen wir vielleicht... Ah, das wurde ja zerstört. Brauchen wir noch einen Kohlehobel. Machen wir noch einen und noch einen. Ich will da nämlich ausreichend von denen haben. Nicht, dass das uns mal leer geht und dann schauen wir alt aus. Das will ja keiner. So, da fährt unser Schiff mit Highspeed. Es ruckelt sogar so ein bisschen. Dann nehmen wir auf Munition erstmal ordentlich. Und fahren hier runter. Zu dem anderen Schiff. Da kann ich ja schon mal ausladen. Okay, hier ist alles voll. Dann brauchen wir Munition, natürlich. Frachtlager könnten natürlich auch nicht schaden. Ist nur die Frage, wo ich die hinbaue. Frachtlager. Abfertigungsterminal, Hafenbehörde. Wir könnten eigentlich eine Hafenbehörde hier irgendwie hinbauen. Energieversorgung mangelhaft. Natürlich muss der sein. So, wie sieht's hier aus? Haben wir hier Kohle? Ja, wir haben Kohle. Das ist gut. Bist du startklar für diesen Auftrag? Möglichst rasch. Soll ich eine Lieferung irgendwo hinbringen? Nein. Wenn man's nicht. Ja, hier Stromknappheit. Unser anderes Schiff ist auch schon da. So gut wie. Nein, du sollst da schön hin. So. Dann haben wir beide eingeparkt. Jetzt haben wir ja auch Munition. Bringt uns halt so viel, dass wir schon mal Geschütztürme bauen können. Weil wir wollen ja auch gut verteidigt sein. Wir sollen ja nicht einfach hier von der Insel weggefegt werden. Nein, wir wollen ja hier eine richtig schöne Basis. Wie sich hätte der Radius irgendwie erweitert, obwohl es gar nicht funktioniert eigentlich. Erstaunlich. So, jetzt wird das hier aufgebaut. Modulentwicklung abgeschlossen. Hey, ohne Explosion. Abgeschlossen. Finde ich ja gut. Und dann kann ich hier gleich mal die Hafenmauer kopieren, hier oben reinsetzen und dann haben wir auch wieder Platz für Lagerhäuser. Ich glaube, die baue ich da oben hin. So. Und dann kommen die hier hin. Da haben wir ja noch Platz ohne Ende auf der Insel. Sie ist zwar nicht groß, aber wir haben Platz. So. Sollte reichen erstmal. Sehr gut. Dann wurden die jetzt schon mal aufgestellt. Du hast Energieknappheit. Wir machen den eh auf. Pause-Modus braucht dann keinen Unterhalt und nur ganz wenig Strom. Kein Unterhalt ist immer gut. So, wir haben hier eh einen Strommangel. Den wollte ich ja vorhin beheben. Und das machen wir am besten erstmal durch Kraftwerke. Registriere Verschlechterung der Ökobilanz. Natürlich. Ja, wir brauchen Strom. Da führt kein Weg vorbei. Sehr gut. Dann wird hier schon mal Strom generiert. Grundstein ist also schon gesetzt auf der Insel. Und
Und wir werden... Was werden wir machen? Eine Tycoon-Schiffswerft könnten wir natürlich auch bauen. Das ist nur die Frage, wo? Ich glaube, dann da oben. Aber jetzt erstmal noch nicht. Wir brauchen erstmal Grundgebäude wie Munitionsfabrik. Alarm. Kriminalitätsrate erreicht kritisches Niveau. Natürlich. Polizei, Polizei. Hier irgendwo eine Polizei. Sollte nicht dieses Gebäude schützen? Nee, oder? Nee. Ach Mensch. Wenn ich die Beförderung diesmal auch nicht kriege, begehe ich. Muss ich halt hier ein bisschen was abreißen. Dafür haben die ihre Polizei. Warnung. Produktion gestoppt. Finde ich ja toll, wie das aussieht. Oh, sieht man es nicht mehr, wenn die da durchfliegen. Moment. Flieg. Polizeiauto, los. Oh. Jetzt hat sie es nur minimal bewegt. Komm schon, komm schon. Registriere Rückgang. Da, jetzt. Kriminalität. Das sieht cool aus irgendwie. Ich muss erstmal landen und... Ah ja, hat schon alles bekämpft. Das ist schön. Aber wir machen jetzt mal hier weiter. Man könnte auch ganz schön ausladen. Okay, jetzt hier Munitionsfabrik. Da ist die Munition. Da bauen wir gleich mal eine Eisenerzmine. Einen Schaufelradbagger. Eine Schmelze, eine Eisenerzschmelze. So. Und eine Munitionsfabrik, würde ich sagen. Die kommt dahin. Ja. Okay. Zaun brauchen wir nachher auch noch, damit unsere Gebäude sicher sind. Der Berg dient natürlich dann auch als Abgrenzung, aber... Ja. Wird schon. Wird schon. Hier läuft's. Und hier wird Munition jetzt hergestellt. Gut, dann haben wir das schon mal sicher. Jetzt haben wir auf der Insel natürlich auch noch Uran. Und ich glaube, diese Uranmine ist billiger. Oh ja. Viel billiger als jetzt unter Wasser so ein Gebäude zum Uranabbau. Aber natürlich nicht unendlich. Wir haben nur 3298 Tonnen. Nur in Klammern. Und ich verbinde jetzt eben alles. Ey, das passt ja. So. Gut, Uranmine. Dann brauchen wir noch... Ich meine, eine Brennelementefabrik. Stimmt das? Ich muss mich mal hier oben erkundigen. Ich glaube, ich habe ja auch eine. Ich sehe zumindest sonst keine mehr. Ja, es müsste die einzige sein. Okay. Dann bauen wir mal eine Brennelementefabrik. Oder Moment. Ich will... Eigentlich ja eine schwere Waffenfabrik auch noch. Aha. Sprengstofffabrik bräuchten wir da noch. Achtung, das heißt, wir brauchen noch eine Uranmine. Produktionsstillstand. Okay. Dann baue ich diese erstmal dahin. Die Sprengstofffabrik. Gut. Und es wird abgeholt und zack, sie läuft.
Sehr schön. Die Musik passt auch gut dazu, finde ich gerade eben. Ich weiß nicht, ob man sie gut hört. Dann brauchen wir eigentlich noch eine Eisenmine. Andererseits auch noch eine Uranmine. Vielleicht könnte ich das Eisen ja von woanders noch herbekommen, weil wir bräuchten das auch, um die schweren Waffen herzustellen, nicht nur die normalen, aber die braucht ja schon das ganze Eisen von hier. Okay, dann stellen wir erstmal Sprengstoffe her. Ist ja auch schon mal gut. Und den Rüstungsbetrieb werden wir dann später bauen. Da werden wir noch Eisen hierher schaffen müssen. Okay. Und dann brauchen wir, glaube ich, noch Uran, wenn wir eine Raketenbasis bauen wollen. Oh, da brauchen wir... Ah, Uran und dieses Pulverzeugs. Und Kerosin, okay. Und wir haben hier... Ach Moment, falsche Insel. Wir haben hier auch Öl. Wir haben hier auch Öl. Okay. Wir brauchen eigentlich noch eine Sprengstofffabrik. Gesundheitszustand der Bevölkerung registriert. Ja, alles klar. Dann gucken wir mal, wie viel Strom das braucht. 50. Ich glaube, wir stellen erstmal sicher, dass die Stromversorgung hier okay ist. Da könnten wir eigentlich... Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das mache. Ein Atomkraftwerk setzen. Ist natürlich cool einerseits. Andererseits... brauchen wir natürlich da wieder Uran ziemlich viel. Ich kann mir vorstellen, 500 könnten wir auch mit den Kohlebaggern einfach erzielen. Und die Umweltverschmutzung macht hier eigentlich gar nichts. Weil wir keine anderen Betriebe haben, die jetzt durch Umwelt beeinflusst werden. Und wir brauchen halt hier wirklich Sicherheitsprotokoll und Kugelreaktor und Schwerwasserkühlsystem, damit das auch läuft. Das wäre mir dann doch ein bisschen viel, wenn wir eine Insel... Moment mal. Haben wir die Insel mit vollgeklatscht? Nee, nur eins. Sicherheitsprotokoll. Okay, wir haben ja also einen Slot dafür verschwendet, kann man sagen. Ich glaube, ich baue kein Atomkraftwerk, sondern normale Kohlekraftwerke. Wasserkraft haben wir hier nicht. Okay, aber dann mit Schaufelradbagger natürlich. Die baue ich mal da oben hin. So. Okay. So, dann haben wir jetzt auf jeden Fall mal Stromversorgung sicher. Und könnten noch mehr Uran abbauen. Straßenverbindung natürlich noch setzen. Da können wir eigentlich auch schnell Straßen bauen. Mache ich, glaube ich, auch. Wenn wir schon solche Strecken haben, dann, ja. Warum dann nicht auch Schnellstraßen? Naja gut, die Strecke hier unten ist jetzt nicht so groß, aber... Hey, es ist eine Schnellstraße. Okay. Dann... haben wir jetzt die Uranmine. Natürlich auch nicht billig. Die Insel wird uns ein bisschen was kosten. Überhaupt, warum schwebt das Ding da noch rum? Das sollte doch lange verschwunden sein. Komisch.